Vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserer Microsoft Masterclass und vielen Dank für die Einladung, dass wir hier heute auf den Medientagen München präsentieren dürfen. Wir widmen uns heute dem Thema in den nächsten 30, 35 Minuten, wie wir Innovationen mithilfe von Audio- und Speech-Services im Medien- und Entertainment-Bereich umsetzen, mit Partnern, mit Kunden. Mein Name ist Jonas Lochny. Ich bin bei Microsoft Account Technology Strategist für das Media- und Entertainment-Portfolio in Deutschland und mich begleitet mein Kollege Julian Rudolph für den Bereich Azure Data und AI. Ja, Microsoft unterstützt Kunden bei der Transformationsreise mit industriespezifischen Lösungen und intelligenten Tools und Services. Und ich würde kurz darauf eingehen, welche Herausforderungen wir im Markt sehen und wie wir diese entsprechend, wie wir denen begegnen. Und dafür Julian gerne einmal die nächste Seite. Ich denke, es wurde heute wahrscheinlich schon sehr viel über Trends und Challenges berichtet. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne nochmal ein paar aufgreifen, ein paar Trends und Herausforderungen, denen sich die Medien- und Entertainment-Branche aktuell gestellt sieht. Ja, zum einen ist das die Omnipräsenz von Inhalten. Also aktuell, wir als Nutzer sind im Driving Seat. Wir entscheiden über Zeit und Ort der Abrufung. Ebenso über die Plattform, auf der wir Content abrufen und konsumieren. Somit ändert sich das Nutzerverhalten rapide, auch nicht zuletzt durch die Covid-Krise. Ich möchte eine aktuelle Umfrage zitieren, die sagt, dass 69% der Konsumenten mindestens schon ein Videostreaming-Abonnement haben. Und somit wird es auch wichtiger für alle Anbieter, hier eine ja, exceptional User Experience oder Viewer Experience auch zu bieten, um sich hier im Markt zu behaupten. Damit werden auch diese VOD-Plattform und andere digitale Erlösströme erfolgsentscheidender. 57% des Umsatzes, so sagt man, sollen bis 2022 über digitale Kanäle wie SVOD oder AVOD eingenommen werden. Und zu guter Letzt, der letzte Punkt hier ist natürlich wichtig, dass man als Medien- und Entertainment-Unternehmen eine Digital Tech Intensity oder wie wir es bei Microsoft nennen, die Tech Intensity aufbauen. Was meinen wir damit? Es wird immer wichtiger, dass Unternehmen ja, Technologien adaptieren, das Ganze schnell tun, aber auch intern sich die Fähigkeiten aufbauen, mit diesen Technologien umzugehen und diese den eigenen Fähigkeiten entsprechend ja, auch anzuwenden. Wie stellen wir uns als Microsoft im Media- und Entertainment-Bereich, aber auch industrieübergreifend auf? Wir sehen die Herausforderungen, wir sind uns diesen bewusst und welchen Einfluss dies auf die Geschäftsmodelle unserer Kunden und Partner hat und sehen, dass die digitale Transformation so profund ist, dass man die nicht alleine bewältigen kann, sondern enge Partnerschaften und entsprechend State-of-the-Art-Technologien benötigt, um weiterhin am Markt relevant zu bleiben. Und wir möchten da die Plattform darstellen, auf der das Ganze möglich ist und der wir Kunden und Partner unterstützen auf dieser Transformationsreise und haben dafür fünf Kernbereiche identifiziert, in denen wir das tun, in denen wir also Medienunternehmen unterstützen, ihre eigenen Fähigkeiten auszubauen, aber diese auch mit intelligenten Technologien zu optimieren. Und da sehen wir jetzt einmal den Blick auf die Medienwertschöpfungskette, angefangen also von der Inhalteproduktion. Wenn ich da kurz drauf eingehe, auf die verschiedenen Bereiche, dann sehen wir in der Inhalteproduktion ist wichtig die zunehmende Orchestrierung von Produktionsworkflows durch zum Beispiel Prozessoptimierung, aber auch Automatisierung, die es im Endeffekt ermöglicht, das Ganze schneller zu tun. Als zweites die Nutzung von intelligenten und sicheren Kollaborationstools, also soll dazu dienen, die Maximierung von ja, der Arbeitszeit von kreativen Mitarbeitern entsprechend auszunutzen und natürlich die Produktivität zu erhöhen. Darunter fallen Tools, altbekannte wie Teams oder die Kollaborationstools wie M365, aber auch branchenspezifische Lösungen für die Arbeit im Redaktionsumfeld über oder zum Beispiel Dynamics 365 für das optimale Scheduling von Mitarbeiterressourcen. Wenn wir uns auf der Reise etwas Richtung
Content, also Inhalte, Auslieferung und User Engagement oder Viewer Engagement anschauen, dann ja, ist dieses Management und die Ausspielung von Inhalten in einer Art Feedback Loop zu betrachten. Denn entscheidend, um wirklich den Kunden zu verstehen und eine enge Bindung zum Kunden zu oder zum Konsumenten zu machen, ist das Nutzerverhalten zu kennen, zu analysieren und diese Daten entsprechend gewinnbringend für das Unternehmen einzusetzen und im Endeffekt hochpersonalisierten Content nicht nur dann zu kreieren, sondern auch für den einzelnen Nutzer auszuspielen. Und das Ganze ermöglicht dann natürlich auch ganz andere Erlösmöglichkeiten und eine Möglichkeit, hier Monetarisierungswege in die Wege zu leiten, die vielversprechend sind. Julian, wenn du einmal auf dieser Folie nur klickst, genau, dann sehen wir uns als ja, Microsoft, wie gesagt, die als Plattform, als Technologieplattform, um diese Fähigkeiten anzueignen oder ja, out of the box per Plug and Play sozusagen anzureichern, aber auch als Ökosystem. Also wir sehen uns nicht als Monolith und wir haben sicherlich nicht für jede Challenge die richtige Lösung bereit, sondern sehen uns da auch als Partner-Ökosystem und bauen auch auf ja, verschiedenste Partnerlösungen, ob das jetzt industriespezifische sind oder eben von verschiedenen Lösungsanbietern, um die Reise unserer Kunden hier in die Cloud zu unterstützen. Und jetzt möchte ich gerne auf ein ganz konkretes Beispiel eingehen, wo die ja, außerordentliche User Experience, von der ich gesprochen habe, wirklich auch im Vordergrund stand. Und das ist die Partnerschaft, die Microsoft mit der BBC eingegangen ist. Wir sind hier eine Innovationspartnerschaft eingegangen, die als Ziel hat, der BBC zu helfen, eine neue Art und Weise der Interaktion mit dem Kunden, aber auch der Interaktion des Kunden mit dem Content der BBC aufzustellen. BBC als ja, weltweit renommiertes Medienunternehmen wird natürlich jedem geläufig sein. Und die Motivation der BBC war aus drei wesentlichen Punkten eigentlich. Zum einen hat die BBC natürlich Content oder Inhalt über verschiedene Drittplattformen bereitgestellt und sah sich da der Herausforderung, dass sie nicht wirklich diesen Zugang zu den Daten haben auf den Drittplattformen, sondern diese eigentlich bei den Plattformbetreibern lag und eigentlich die Inhalte und Nutzung und der Nutzer, der dahinter steht, der BBC eher unbekannt blieb. Somit fehlte dann auch die Kontrolle der Nutzer-Journey. Nutzer sind in der Regel eher durch Zufall auf den Inhalt gestoßen und verblieben auch gar nicht lange auf dem Ökosystem der BBC. Das hat zu einer Art Churn an Usern geführt, die in der Regel Standalone-Content konsumiert haben und entsprechend nicht in einen Dialog auf der BBC-Plattform getreten sind. Und zu guter Letzt hat es zu einer Art Degradierung zum Content-Lieferanten der BBC geführt, wenn man das so sagen kann. Content ist im Medienbereich immer noch King und die BBC hat sich über Jahrzehnte lang natürlich auch ein sehr starkes Vertrauen im Markt aufgebaut, hat aber gemerkt, dass die Kunden und die Nutzer die BBC gar nicht immer mit dem Inhalt assoziieren. So gab es eine Umfrage von Amazon Echo-Nutzern und in der waren sich nur 11% der Nutzer bewusst, dass sie tatsächlich BBC-Content konsumiert haben und 84% waren das nicht, sondern haben diesen Content eher mit diesen Drittplattformen assoziiert. Und ja, die Motivation, die daraus entsprechend entstanden ist, eine eigene Content-Plattform aufzubauen und eine Möglichkeit zu bauen, dem Nutzer mit diesem Content von der BBC in Kontakt und in einen Dialog treten zu können. Und somit ist entsprechend BBC Beep entstanden. Da möchten wir Ihnen ganz kurz ein Video zeigen. The BBC is the world's oldest and biggest public service broadcaster. Globally, around 450 million people every week come to the BBC, and really our job now is to say, what are the media of the future? Beep is the BBC's end-to-end customized digital voice assistant, and it's really there as a vehicle for our audiences to explore
the full panoply of BBC content and services over time. People come to the BBC with high expectations, and so we were looking for somebody who could help us do that fast, but also to do it in a way that adhered to our values of trust. We use language understanding to map what the user has said to a set of intents in order to pass that request onto the right bot. Working with the Azure platform allowed us to, you know, not just to synthesize a voice, but to really fine-tune that. We can be serious when we need to be serious. We can be funny when we need to be funny. And we can maintain various tones to our responses in a very natural way. My team of great creatives really appreciated the flexibility to be able to create those sorts of experiences. The BBC's really been at the forefront of responsible AI, and it was integral for us that we were therefore able to treat that data in the most responsible way possible. It's about playing and discovering our wonderful content, but in this new conversational medium that is voice and AI. And that's exciting. The BBC. Genau, wie man im Video schön erkennen konnte, ist das eigentliche Ziel, das wesentliche langfristige Ziel der BBC, eine eigene Inhalteplattform aufzubauen, und zwar crossmedial und über alle Marken der BBC hinweg. Und zwar vordergründig soll die Interaktion mit dem Publikum stehen und diese Interaktion wirklich auf ein neues Level zu heben, das man vorher einfach noch nicht erreicht hatte. Und dadurch natürlich auch eine ganz andere Bindung der Nutzer mit der BBC und mit dem assoziierten Content herzustellen. Und die Nutzer sollen dazu die Sprache als ganz natürliches Mittel, als Zugang zu diesen crossmedialen Inhalten des Portfolios nutzen. Und crossmedial ist dann wirklich zu verstehen von Audio bis hin zu Video, über geschriebene Texte, über alle Kanäle hinweg. Und gleichzeitig möchte die BBC die volle Kontrolle über die Content Journey halten, aber auch über die Nutzerbeziehung und die Daten, die aus dieser Beziehung entstehen. Und ja, diese Vision speist eigentlich diesen digitalen Feedback Loop, von dem ich anfangs gesprochen habe, in der die BBC den Nutzern basierend auf dem Profil hochpersonalisierten Content ausspielen kann und diesen natürlich dann kontinuierlich verbessern kann und die Nutzer eine bessere Content-Journey haben. Vielleicht da eine Ergänzung dazu noch, während wir auf die nächste Slide gehen und Jonas gleich weitermacht. Das Besondere an diesen Services, wenn wir sagen Data Governance und andere Stichworte wie GDPR und so weiter bringen, dann ist das natürlich essentiell zu wissen, dass diese Services auch in Containern laufen können. Wir arbeiten da gerade zum Beispiel mit dem ZDF dran, wenn Sie da auf, also das ist offen einsehbar, ZDF hat auf uns verwiesen, auf pba.zdf.de gehen, also auf die Progressive Web App der ZDF-Mediathek, zum Beispiel mit dem Chrome-Browser, dann sehen Sie unten rechts letztlich dieses Zuhören-Icon und dann können Sie da containerisiert und GDPR-konform, sprich die Daten werden nicht direkt in die Cloud geschickt, sondern es ist containerisiert, die Anwendung, und Sie können da halt wirklich, nicht wie Sie es von Alexa und anderen Mitteln eventuell kennen, wo die Daten Sie quasi verlassen, Ihre Sphäre, Sie können dann wirklich vor Ort letztlich arbeiten. Und genau das ist, heißt, die Daten verlassen nicht ihre Sphäre, und genau das ist das Spannende eigentlich auch in diesem Case, was Jonas gerade sagte. Ja, danke Julian, genau, und ich denke, das geht gut auch auf die BBC-Story ein, die entsprechend wie mit eigentlich jedem Kunden und in jeder Partnerschaft eine Reise darstellte, und so erfolgte diese Innovationspartnerschaft auch wirklich einer Entwicklung, einer phasenweise Entwicklung, die zum einen dann mit einem Conversational Bot startete und diese sukzessive Weiterentwicklung des Services zu sehen ist in einem ja, sogenannten New Story Companion, also einem wirklichen Begleiter, der die Person oder die Person begleiten soll und auch kennen soll. Dieser erschließt den Nutzern den Zugang zu sämtlichen Inhalt, ebenfalls crossmedial, wie gerade erwähnt. Und durch die Nutzung von Speech Services und KI erkennt der Companion entsprechend Präferenzen eines jeden Nutzers und kann die richtigen Informationen zur richtigen Zeit über verschiedenste Kanäle ausspielen. Und wie so ein Companion oder so eine Journey über einen Tagverlauf aussieht, möchte ich einmal ganz kurz in der nächsten Folie highlighten. Hier lernen wir jetzt Jess kennen. Jess ist unsere Protagonistin, die eigentlich mit dem BBC Beep
Chatbot über den Tagesverlauf interagiert. Und ich möchte nur ein paar Stellen hier highlighten. Beep hat zum Beispiel am Start des Tages die Möglichkeit, über Location Services auf die Frage What's happening today zu antworten mit einer Wettervorhersage oder der Verkehrslage und kann danach ein personalisiertes Daily Update über die entsprechenden News, die Jess gerne hört, geben. Was Beep ebenfalls ermöglicht, ist nicht nur crossmedial, sondern auch eine Interaktion mit Third-Party-Ressourcen und Applikationen. So liest Jess im Tagesverlauf auf Twitter, dass eine Frau in Saudi-Arabien zur Todesstrafe verurteilt wurde, weil sie einen Mann verließ, und checkt mit Beep entsprechend, ob das Fake News sind. Und daraufhin schlägt Beep einen weiterführenden Bericht aus Washington vor, nachdem die Frau Asyl in Kanada bekommen hat, und konnte das entsprechend gegenprüfen. Ja, und im weiteren Verlauf sehen wir eigentlich, wie Jess via Sprache mit Beep interagiert. Also es können Kommandos gegeben werden, es können andere Applikationen wie zum Beispiel Musik oder News gesteuert werden. Und ja, wie das Ganze dann auch technologisch umgesetzt wurde, beziehungsweise welche verschiedenen Services dahinter stecken, das wird Ihnen jetzt im weiteren Verlauf Julian Rudolph erläutern. Ja, auch nochmal von meiner Seite, hallo zusammen. Ich bin sozusagen auch der technische Kollege für die ganzen Data-AI-Themen bei uns, bei den Medienkunden, Medienunternehmen in Deutschland. Also Sie können sich da auch jederzeit gerne an mich wenden, wenn Sie Fragen haben, LinkedIn oder direkt per Mail. Wir wollen noch uns den BBC-Case ein bisschen näher anschauen. BBC Beep, was ist es eigentlich technologisch? Ich nannte jetzt schon mal ein ganz wichtiges Stichwort, GDPR und andere Themen. Ja, wir arbeiten mit dem BBC, das ist nicht alles containerisiert, da ist ein Teil containerisiert, kann dann auch entsprechend on-premise laufen. Ich werde das mal gleich noch zeigen später mit einer kleinen Demo, wie das aussieht und wie leicht es auch ist, so eine Sprache zum Beispiel sich auch zu kreieren, die dann da containerisiert laufen kann. BBC ist vorgegangen, zweigleisig. Also man brauchte zum einen mal eine UI, das ist Beep als solches, ja, das ist das, was man hier sieht. Am Ende letztlich ist Beep aber auch noch viel mehr. Ja. Beep ist am Ende auch eine Knowledge Base, eine Art, wo natürlich entsprechende Daten durchforstet werden, journalistische. Diese Daten werden entsprechend aufbereitet, Metadaten werden extrahiert und diese Metadaten werden dann generiert von unseren AI-Services und dann zum Beispiel mit Language Understanding, das nennt sich bei uns Lewis, da geht es auch um Intents, also dass quasi man auch Antworten bekommt, dass der Algorithmus versteht, was man eigentlich will. Das kann containerisiert auch voll laufen in Apps, ohne dass die Daten irgendwo hingeschoben werden müssen, in die Cloud zum Beispiel. Und das ist auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, ja, dass wir diese AI eben auch sehr GDPR-konform, sehr nah an den Endnutzer bringen können. Und da unterscheiden wir uns ganz klar von anderen Cloud-Anbietern. Das Ganze hat natürlich ein gewisses Frontend und natürlich auch eine gewisse UI und UX mit sich gebracht. Und das Spannende an dem Case war auch noch so ein bisschen die Stimme. Die Stimme, die wir mit Beep erstellt haben, ist, also BBC hat mehrere Stimmen, mehrere Custom Neural Voices von uns abgenommen. Custom Neural Voice heißt, wir synthetisieren einen Sprecher. Wir können also wirklich einen Sprecher der BBC nutzen und wirklich den synthetisieren, und den können wir so gut synthetisieren, braucht man dann so zwischen 4 und 20 Stunden Audio in entsprechenden Qualitäten mit einem Transkript, dass wir einfach diese Stimme kopieren möchten. Das werden wir später mal nochmal zeigen. Dieser BBC-Case ist so technologisch das Zusammenspiel aus vielen AI-Technologien, der natürlich auch entsprechend, wenn er in der Cloud läuft oder im Container läuft, skalieren kann. Und BBC ist sehr glücklich mit uns, was das betrifft. Was ist Conversational AI? Titel dieses Termins heute ist ja auch so ein bisschen Innovating Audio und Speech. Bots sind eben nur ein Thema, wie man Conversational AI kennt. Am Ende letztlich kann das auch einfach, wie wenn Sie es bei pwa.zdf.de jetzt sehen und da mal parallel reinklicken, kann es auch einfach eine Funktion sein, die einfach Inklusion möglich macht. Ja? Heißt, wir haben vielleicht einen blinden Nutzer, der blinde Nutzer wird dann entsprechend, gibt sich zu erkennen als letztlich Nutzer, der oder vielleicht eine Grün-Rot-Schwäche hat oder was anderes, und dann wird der eben dann durch eine Stimme abgeholt. Ja? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man eben auf Conversational AI setzen kann. Am Ende ist es dann das Zusammenspiel, wie interagiere ich letztlich mit einer Maschine und wie kann ich letztlich eine Konversation, einen Dialog mit einem Programm kommen. Ja? Und das ist genau das,
wo wir eben auch führend sind. Da steckt ziemlich viel dahinter. Ich nannte es bereits, neuronale Sprachen, Knowledge Sources. Hier oben rechts sehen wir die. Also wir müssen natürlich die AI, am Ende hinter der AI stecken verschiedene Algorithmen. Die müssen natürlich entsprechend auch gefüttert werden mit einem gewissen Wissen. Und das wird dann entsprechend aufbereitet, letztlich automatisch extrahiert. Immer nur das, was man natürlich auch möchte. Also da achten wir auch massiv auf den Datenschutz und sichern den auch entsprechend zu. Waren wir auch die erste Cloud, die das getan hat. Und können das natürlich dann verbinden mit verschiedensten Applikationen. Ja, von Teams bis hin zu Facebook-Chats. Wir können einen eigenen Chatbot integrieren, was zum Beispiel im ZDF und beim BBC gemacht haben. Und dieser Bot kann halt nicht nur mit Texten, kann auch mit einer Stimme mit uns sprechen. Er kann das Voice-Branding annehmen von zum Beispiel der Bauer Media Group oder anderen Unternehmen, mit denen wir da noch nicht arbeiten. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, der Zusammenarbeit. Verschiedenste Unternehmen beschäftigen sich auch mit den Technologien. Also da hört man wirklich alle großen Mediahäuser in Deutschland, hört man da, dass sie sich zumindest mal AI immer stärker annehmen. Ja? Von Axel Springer bis hin zu anderen vielen Unternehmen. Nicht zwingend mit uns, aber deswegen sind wir ja heute hier. User Input ist eben das weitere Gebiet, wie ich sagte. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten der Interaktion. Kann sein, ich klicke da auf gewisse Kästchen, kann sein, ich klicke auf ein Mikrofon, das triggert dann letztlich diesen Prozess. Ich kann auch natürlich ganz klassisch schreien mit etwas und ich kann natürlich auch sprechen. Und gerade dieses Sprechen sehen wir natürlich als besonders attraktiv an. Es gibt einen großen Automobilhersteller in Deutschland, da haben sie auch einen Sprachassistenten, ja, der basiert auch auf entsprechender Technologie, die wir Ihnen heute so ein bisschen näher bringen. Also die Use Cases sind dort vielfältig. Technologie sind bei uns diese kognitiven Services, das ist quasi vorgefertigte AI-Services, die sind meistens pre-trained, heißt, wir statten die bereits mit einem gewissen Training aus, heißt, es ist eine sehr gute Qualität schon vorhanden und man kann die meisten dieser Services eben weiter trainieren, weiter feintunen und dieses weitere Feintuning ist dann im Regelfall in den meisten kognitiven Services so, da unterstützen wir sie auch gerne, dass es dann natürlich auf Ihrer IP bleibt. Ja, also wenn Sie jetzt eine Stimme trainieren, dann soll das ja auch möglichst Ihre Stimme sein, nicht die des Wettbewerbs. Ja, das berücksichtigen wir auch. Ein weiteres Beispiel, bevor wir zu so einer kleinen Demo kommen, ist Telefonica Aura. Ja, was hat Telefonica gemacht mit Aura? Ähnlich wie der BBC-Case, nur noch etwas immersiver. Also sie hatten da tatsächlich in verschiedene Shops, das werden wir gleich in einem Video sehen, auch entsprechende Häuser hingestellt, wo man halt auch einfach Kontostandsabfragen durchführen kann. Man kann entsprechende Abfragen, wie viele mobile Daten habe ich noch. Also auch sehr sensitive Use Cases kann man da entsprechend letztlich damit abhandeln. Und eben wichtig bei dem Kundenwahl auch für das Thema Datenschutz und eben auch eine gewisse Customization, also eine eigene Stimme wollte man wirklich haben und somit auch das eigene Branding. Ja. Und dieses Branding werden wir jetzt nochmal ein kurzes Video zeigen und danach auch in eine Demo gehen. We think that we are entering the era of cognitive intelligence. This is the beginning of something big. To work, to play, to enjoy our life in the digital spaces. Aura is the heart of the Ford platform. Aura, hello? Hello, Jaina. How can I help you? So many hours, so many efforts, so much faith. Es una cabina como las de antes. Hola, buenos días. ¿Te apetece conocer Aura? Sí. De acuerdo, pues mira, acompáñame. ¿Pero para qué es? Mira, vas a poder gestionar todo lo que tienes contratado con Movistar a través de la voz, ¿de acuerdo? Vale, a través de la voz. Mira, qué chulo. La saludo, ¿no? Hola, Aura. Hola, soy Aura, la inteligencia artificial de Movistar. Háblame. Estoy aprendiendo cosas que te ayuden a simplificar tu vida en Movistar para ofrecerte un mejor servicio. Puedes pedirme que te ayude a controlar tu televisor. Canal Viajar. Voy a poner Viajar. Pónmelo desde el principio. Poniendo el programa desde el principio. Películas de acción, por ejemplo. Mira a ver qué te parecen estos contenidos. Búscame la última película de Brad Pitt. Claro, dame un segundo. ¿Ponemos esta? Vale. Oh, no. Trella, trella. El contenido se ha enviado a tu televisión. ¡Ay, ya empieza la peli!
¿Puedo ver fútbol? Voy a poner Movistar Fútbol. Sí, sí, nos quedamos en la cabina. Conéctame al wifi. Aquí tienes las claves de acceso. Prueba a conectarte con tu móvil. Ah, genial. Vamos a conectarnos. Perfecto. Sí, además me entiende bien, ¿eh? Me entiende muy bien. ¿Qué servicios tengo contratados? Estos son los servicios que tienes contratados. ¿Verdad? Sí. Justo. Ahora, ¿me enseñas la factura de este mes? Obteniendo tu facturación. Sí, me he pasado un poco. Bueno, está muy bien. Ay, no sé si quiero revisar mi factura. Hasta ahora solo sabía algunas cosas sobre ti. Pues ahora sabes demasiado. A ver si te conoces mejor que yo. Felicidades, Aura. Eres muy inteligente. Bien, sí, está genial. Sí, sí, la aplicación es una pasada. De verdad que sois la caña. Me ha encantado. Guay. Muchas gracias por acercarte a conocerme. Also wo wir typischerweise solche Technologien einsetzen im Publisher-Umfeld ist zum Beispiel im Subscription-Management, wenn es geht um eine Login-Funktion, wenn es um eine Vorlesefunktion geht, auch ganz wichtig, wenn es geht um personalisierte Inhalte, die einem vorgeschlagen werden. Das sind so typische Use-Cases, wie wir einfach dieses New Publishing, aber auch das New Broadcasting und New Radio einfach möglich machen. Es gibt auch Unternehmen, die wir jetzt nicht nennen dürfen hier, die auch im Radiobereich zum Beispiel solche Sachen einsetzen für einen Wetterbericht, für Verkehrsansagen in der Nacht. Und dann ist man natürlich auch immer relativ schnell bei einem gewissen Business Case, weil das rechnet sich natürlich ziemlich schnell. So ein paar weitere Beispiele, das überspringe ich mal. Das ist ein bisschen zu sehr Marketing. Also wir haben auch viele Kunden. Ich nannte ja bereits da einen Autohersteller. Ich nannte auch bereits ein paar andere Firmen, die hier wieder auftauchen. Und ich würde jetzt noch mal so ein bisschen eingehen auf das ganze Thema Stimme und gleich mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man das letztlich auch in Azure nutzt. Und wir haben nämlich ein Speech-Portal, was uns einfach auch unter anderem sehr attraktiv macht im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Wettbewerber, wenn ich sage Wettbewerber, wird da wahrscheinlich zwei andere Namen einem einfallen, die meinen wir auch dann hiermit. Also wir werden kontinuierlich gebenchmarkt in dem Bereich, wie zum Beispiel auch im Video-Indexing-Bereich, werden wir zumindest mal aus vielen von vielen Quellen als führend angesehen und werden es jetzt auch gleich nochmal zeigen in dieser Demo. Ja. In der Demo werde ich mich fokussieren auf das Thema Text-to-Speech, sprich, wir werden mal einen Artikel nehmen. Ich hatte mal das Wetter von vor zwei Tagen mir rausgezogen, habe mir von heute mal die News, glaube ich, von der Süddeutschen Zeitung geholt und habe dann mal einfach so einen Text reinkopiert, dass man sieht, wie das funktioniert. Ja. Ich nannte auch bereits die Container. Und natürlich, wir haben auch diese App-Development-Kits, sodass es relativ leicht wäre, das in Radio, Web-Apps, iOS, Android zu integrieren, ja, diese APIs. Und mit diesen APIs kann ich noch viel mehr machen. Ja. Ich kann eine API integrieren und kann mit dieser API eben auch übersetzen. Also ich kann auch zum Beispiel meine Publishing-App, die ich habe, zum Beispiel einen großen Verlag in Deutschland, den kann ich dann zum Beispiel auch hier nutzen und entsprechend über die gleiche API auch übersetzen lassen. Sodass ich natürlich viel mehr Publikum am Ende dadurch erreichen kann. Ich würde mal gerade rübergehen und muss ich meinen Screen neu teilen. Das mache ich mal gerade kurz. Und wir würden uns das einmal anschauen, wie das so aussieht in der echten Welt. Also was wir jetzt hier gemacht haben, wir sind jetzt quasi von diesen kognitiven Services, die ich genannt habe, ins Speech Studio gegangen. Und in diesem Speech Studio haben wir zunächst mal ganz viele Möglichkeiten. Wir haben mit dem Speech Studio eben die Möglichkeiten, eine Sprachsynthese vorzunehmen. Das sagte ich bereits, das ist diese Custom Neural Voice. Wir haben die Möglichkeit, mit den Sprachassistenten zu programmieren. Oder wir haben natürlich auch die Möglichkeit, auch Sprache zu erkennen und zu transkribieren. Ja. Diese APIs, die kann ich auch ganz klassisch über das Azure-Portal steuern. In dem Bereich hier geht es natürlich in erster Linie jetzt mal darum, wenn wir einfach wirklich diese Sprache letztlich, diese Sprache nutzen möchten. Ja. Die Sprachsynthese, da verfolgen wir einen sogenannten Gating. Heißt, wir gucken natürlich auch, ob die Use Cases compliant sind, weil wir wollten natürlich nicht, dass man jetzt einfach die Sprache von Angela Merkel nimmt und dann damit im Worst Case noch Fake News ausspielt. Der Image-Schaden wäre für uns alle, aber natürlich auch für Microsoft dann doch enorm. Deswegen diskutieren wir einfach den Use Case einmal am Anfang ordentlich und sauber durch und dann supporten wir da hier entsprechend auch mit Nachdruck. Wenn wir diese Stimme synthetisiert haben, deswegen kann ich diesen Teil nicht zeigen,
dann wird uns diese Stimme letztlich auftauchen hier in diesem Dropdown-Menü. Ich habe da verschiedene Sprachen zur Auswahl, also von Hindi bis hin zu Lettisch, Maltesisch sogar und ganz viele asiatische Sprachen gibt es hier eine große Auswahl. Ich habe jetzt mal Deutsch ausgewählt und dann würde mir hier, wenn wir jetzt quasi in ihrer Subscription heißt es, in ihrer Umgebung wären, würde hier einfach noch ein Icon auftauchen, zum Beispiel mit der Stimme Maskottchen. Dann hätte ich hier einfach noch eine weitere Stimme und könnte dieses Speech Studio hier entsprechend nutzen, um auch Audioinhalt zu erstellen. Diesen Audioinhalt kann ich natürlich nicht nur durch das Speech Studio erstellen, den kann ich auch durch die API erstellen. Es eignet sich jetzt hier natürlich besonders gut, um einfach zu zeigen, was diese Stimmen heutzutage schon können und wie einfach ich auch mit so einer Stimme zum Beispiel gegensteuern kann, wenn ein Satz nicht stimmt. Ich spiele es jetzt aber erstmal ab. Ich habe jetzt einfach mal eine weibliche genommen, eine männliche. Wetter heute, 25.04.2021. In Frankfurt am Main ist es am Morgen wolkenlos bei Werten von 4 Grad Celsius. Im Laufe des Mittags scheint die Sonne bei blauem Himmel bei Höchstwerten von 13 Grad Celsius. Ja, jetzt war hier gerade schon der Fehler. Ich werde mal gleich zeigen, wie wir diesen Fehler beheben. Ja. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwägt wegen stark steigender Corona-Zahlen eine Verschärfung der Bundesnotbremse. Er müsse prüfen, dass wir unter Umständen die Maßnahmen der Notbremse verschärfen müssen, sagte der Grünen-Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Die 7-Tage-Inzidenz lag zuletzt landesweit nur noch knapp unter 200. Jetzt hätten wir hier oben eben diese Höchstwerten, hat der Algorithmus nicht erkannt. Das müsste ich jetzt quasi einmal hier ändern. Also da würde ich dann quasi letztlich diesen Laut markieren oder könnte auch das ganze Wort markieren und könnte ihm letztlich erklären, wie er es auszusprechen hat. Ja. Und dann könnte ich jetzt hier letztlich die Phänonyme reinziehen. Ich könnte aber entsprechend auch weitere Themen hier ändern, sodass er letztlich entsprechend richtig ausspricht. Ja. Und ich könnte auch zum Beispiel einen Alias benennen. Wir können es jetzt mal einfach ausprobieren. Sonst muss ich die Worte markieren. Und schauen wir, ob er es jetzt besser erkennt. Wahrscheinlich ist es jetzt der Vorführeffekt. Höchst. Ja, und jetzt hat er eben das Höchst richtig, ja. Und dann würde er Höchstwerten auch entsprechend jetzt richtig vorlesen. Also ich kann hier auch als Nicht-Data Scientist, und das ist so ein bisschen die Qualität des Ganzen, auch in der Redaktion natürlich damit arbeiten und so natürlich deutlich intuitiver arbeiten und deutlich komfortabler arbeiten und muss nicht 5 teure Data Scientists beschäftigen. Ja. Das ist uns als Microsoft auch immer wichtig, dass wir eben da auch alle abholen und jetzt nicht nur den eigentlichen Softwareentwickler, den eigentlichen Data Scientist. Ich springe noch einmal ganz kurz zurück zu den Slides und wir sind auch, glaube ich, gleich auch am Ende. Da zeigt ihr gerade mal so eine kleine Demonstration. Was ich gerade nannte und so ein bisschen erklärt habe, dieser Custom Noodle Voice, ja, geht es eben stark darum, um eine eigene Brand. Also das ist in Brandenburg, das jemand synthetisiert, könnte man da zum Beispiel fürs Radio eine leicht brandenburgische Stimme nehmen, in Sachsen eine leicht sächsische. Ich bin Schwabe, das hört man zwar nicht, aber könnte auch eine schwäbische nehmen. Und so haben wir natürlich da eine relativ schnell eine gewisse Brand, die ich natürlich weiter steuern kann, auch über das Speech Studio und die natürlich auch extrem natürlich klingt. Ja. Nannte ich so ein bisschen, der Prozess dafür ist immer so, man muss ja natürlich überlegen, welche Person möchte man denn eigentlich für seine Stimme, die ich dann ja auch wieder, und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, in einem Assistenten wie zum Beispiel Beep oder in diesem Aura Use Case nutzen kann oder auch einfach in die App integrieren kann, wie es ZDF das gemacht hat mit der PWA und aufs Mikrofon klicken und man kann eben verschiedene Leute erreichen und deutlich mehr Leute damit erreichen. Use Cases hat es dafür eine Vielzahl und der Ansatz, wenn man sowas machen möchte, ist eigentlich immer so, muss ich überlegen, wer ist die Person. Wir unterstützen da gerne dabei, die Voice-Daten, da können wir sie guiden. Als Medienfirmen haben es meistens relativ leicht, auch in ein Studio zu kommen. Und dann arbeiten wir natürlich daran, dieses Voice-Modell zu kreieren. Dieses Voice-Modell wird größtenteils automatisiert erstellt und entsprechend auch intuitiv, ja, sodass man das danach noch nachschärfen kann. Wir erzielen da aber schon wirklich äußerst gute Ergebnisse und können das gerne mit Ihnen nochmal an anderer Stelle vertiefen. Ja, somit sind wir, glaube ich, fast am Ende. Wir sind jetzt gerne noch bereit für Fragen und hoffen, dass wir Ihnen so einmal einen Überblick geben konnten von einem wirklichen Assistenten, der natürlich auch GDPR-konform sein kann, wo die Daten
wirklich in ihrer Sphäre bleiben können, beim Nutzer auch, das ist auch möglich. Und wie der natürlich dann angereichert werden kann, wirklich mit einem Branding, mit einer gewissen User Experience durch diese spezielle Stimme und einfach auch wirklich GDPR-compliant sein kann. Und ich glaube, das ist einfach in der heutigen Zeit was ganz Wichtiges. Wir sind gerne noch bereit für Fragen und ich würde auch nochmal an dich übergeben fürs Closing, Jonas. Julian, vielen lieben Dank. Ich würde auch die Runde für Fragen eröffnen. Sehr gerne stehen wir natürlich auch als Ansprechpartner bereit im Nachgang, wenn Sie gerne Kontakt über LinkedIn oder über die Medientage jetzt hier Kontakt zu uns auf, wenn Sie das Ganze mal mit uns vertiefen möchten. Gibt es Fragen? Herr Rudolf, vielleicht könnten Sie die Präsentation beenden, dann wären alle ein bisschen, wäre es eine Gemeinschaft. Ja. Genau. Sie können auch Fragen gerne im Chat schreiben, wenn Sie möchten, wenn Sie nicht sprechen möchten. Oder einfach Ihr Mikrofon anmuten. Frau Mühlen, hallo. Hallo, guten Tag. Ich finde das super spannend. Das Thema ist jetzt, Voice ist jetzt gerade nicht komplett meins, aber geht so ein bisschen auch mit da rein. Ich habe eine ganz Basic-Frage quasi. Was ich noch nicht, habe ich das schon verstanden, weiß ich noch nicht. Wie lernt dieses System? Also es ist ja tatsächlich so, man muss den ganzen Content, muss man aber vorher einmal eingegeben haben. Gehe ich mal davon aus, was braucht man, um sowas zu starten? Also wie viel Content braucht man, wie viele Befehle braucht man? Das kann ich mir gerade noch nicht so vorstellen. Also Sie müssen danke für die Frage, das ist eine sehr gute Frage, finde ich, der Content hängt am Ende davon ab, was die Lösung können soll. Grundsätzlich ist es so, da gibt es keine Mindestanforderungen. Es geht los mit, mach das Licht an, mach das Licht aus, jetzt mal im übertragenen Sinne, so ein Befehl. Und es geht natürlich bis hin zu automatisiert, und das ist, glaube ich, das wichtige Schlagwort. Sie müssen nicht jeden Befehl einzeln oder jede Frage-Antwort einzeln antrainieren, sondern das System erkennt das. Sie geben dem System zum Beispiel, wir nennen das zum Beispiel einen Artikel, ja, und diesen Artikel scannt das System. Wenn Sie dann fragen, wann ist dieser Artikel geschrieben, von wem stammt dieser Artikel, wo spielt dieser Artikel, in welcher Region, zu welcher Zeit, dann will das System entsprechend aus diesen Metadaten, die es erzeugt hat, die Antwort finden. Ja. Und das ist, glaube ich, das Besondere an diesen Systemen, dass sie das halt teilweise zum Großteil wirklich automatisiert können. Ja. Und wir können Sie da gerne auch nochmal beim Breakout unterstützen und das näher zeigen. Metadaten ist so ein bisschen da das Stichwort. Das geht sowohl bei Videos, Audios und auch natürlich auch Dokumenten. Ja. Und wir können da sämtliche Daten nutzen und die entsprechend verarbeiten. Ja. Danke für die Frage nochmal. Hat das Ihre Frage beantwortet? Ja, das hat schon beantwortet. Ich glaube, ich würde da tatsächlich vielleicht im Nachklapp, aber da würde ich mich dann nochmal tiefer einsteigen in dieses Thema. Aber ich finde es gerade wirklich sehr spannend. Wie gesagt, Voice ist noch nicht ganz so unseres, aber da kommen wir auch noch hin. Also insofern, es gibt eine Vorstellung. So. Es gibt viele spannende Themen da gerade im, ich glaube, Sie kommen aus dem Publishing-Umfeld, da ist das natürlich gerade besonders wichtig, wie können wir den Content umso attraktiver monetarisieren am Ende. Ja, und da gibt es verschiedenste Modelle, wo wir gerne nochmal einen tieferen Einblick geben, gilt aber auch für alle im Call und für die Online-Zuhörer und Zuschauer dann später. Wir können auch mit so ein paar Best Practices gerne supporten. Aber wir haben halt gesehen, dass gerade in Premium-Modellen diese Funktionen wirklich ziemlich häufig genutzt werden. Und wenn das natürlich helfen kann, am Ende Content besser zu monetarisieren oder auch einfach eigene Journeys, man kann es ja auch mit der Personalisierung verbinden, dann ist es natürlich schon was, wo wir als Microsoft auch, und das ist, glaube ich, liegt mir am Herzen, obwohl ich ja da auch technologisch aktiv bin, dass wir einfach auch einen Mehrwert fürs Business erzeugen. Ich glaube, das ist genau der entscheidende Hinweis, weil damit beschäftigen wir uns natürlich auch. Und bei vielen im Publishing geht es eben darum, möglichst Redaktionen zu restrukturieren, indem man dann Content total automatisiert. Und ich fand Ihren Ansatz auch sehr gut zu sagen, wir haben die kreativen Leute und die sollen sich mit diesen kreativen Themen beschäftigen. Und wir können dann am Ende, sag ich mal, Dinge einfach spannender und personalisierter gestalten, um am Ende natürlich für unseren User das Beste zu bieten. Ne? So, also auch wirklich ein Zukunftsmodell fürs Publishing. Und das finde ich gerade sehr spannend. Vielen Dank. So, ich glaube, es ist der Kollege Jonas ist rausgefallen, aber ich bin gerne noch bereit, weitere Fragen zu beantworten.
Hallo aus Berlin. Hallo. Joko Latonio hier. Ich habe zwei Fragen. Eine interessenhalber, zukunftsorientierte, eine praktische. Es fällt auf, dass Nutzer, auch Erstnutzer von künstlicher Intelligenz, Sprech- und Sprachhürden haben. Das heißt, die Kommunikation mit dem Gerät scheitert an Formulierungen, die sie selbst nicht verstehen, beziehungsweise das Gerät nicht anerkennt. Und es wirkt ein bisschen wie eine Parallelsprache, also dass man erstmal Esperanto für das Gerät lernen muss, um es zu bedienen, weil sozusagen bestimmte Parameter aus juristischen, rechtlichen Gründen oft auch nicht so in der Alltagssprache nutzbar sind. Das heißt also, meine Frage ist, wie entwickelt sich die Nutzerfreundlichkeit für Menschen, die technisch nicht so gebildet sind in der Sprechführung für bestimmte Befehle? Und das Zweite ist, man kennt aus der in der Forschung für Humanoide eine gewisse Horrorreaktion der Menschen, wenn Dinge zu authentisch werden. Also wenn man Menschengesichter hat, das wirkt wie ein Horrorfilm. Diese Stimmen wirken ja immer noch roboterhaft. Also man hat immer noch das Gefühl, dass man nicht mit einer echten Person zu tun hat, sondern sie ist authentisch, aber roboterhaft. Wie weit soll das professionalisiert werden? Also soll es eine Illusion geben, dass man das Gefühl hat, man spricht mit einem echten Menschen und schnallt gar nicht mehr, dass es ein Bot ist? Oder wo ist da die Grenze auch in der Nutzerreaktion? Also ist der Wunsch nach weniger Roboter zwar da, aber gleichzeitig auch eine Art Horror, weil man sie verwechselt? Ja. Danke da auch für die Frage. Ich werde jetzt auch gleich fragen, ob ich die beantwortet habe. Es waren ein paar Fragen eigentlich in einer. Das Erste, was ich mitgenommen habe, war so ein bisschen Akzeptanz und auch letztlich Furcht vor einem Algorithmus, vor einer AI. Lassen Sie mich erst kurz darauf eingehen. Wir legen größten Wert darauf, und das heißt bei uns Fairness Principles in AI. Ja. Wir setzen auch voraus, dass so ein Sprachassistent nicht als Mensch letztlich erkenntlich gemacht wird, weil damit könnte man ja theoretisch Telefonmissbrauch betreiben, Betrug etc. und so weiter, wenn es eine entsprechend bekannte Stimme ist. Also wir encouragen auch unsere Kunden und Partner dazu, das transparent zuzugeben. Ja, das hier ist ein Innovationsprojekt. Hier haben wir letztlich eine künstliche Stimme erzeugt oder einen künstlichen Menschen. Ne? Könnten wir auch mit HoloLens dieses Gerät zum Runterklappen, könnten wir auch einen Menschen virtualisieren, der dann spricht. Also das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Machen wir auch, glaube ich, da gab es jetzt eine Referenz dazu mit einem großen Entertainment-Konzern in den USA. Ich weiß jetzt, glaube ich, nicht gerade, welcher es war. Einer der drei Großen auf jeden Fall und der dann auch entsprechend Maskottchen macht, die einfach als wirkliches Tier auftreten. Ja? Und ja, da gibt es teilweise Vorbehalte. Wichtig ist einfach, dass man das als Innovationsprojekt, glaube ich, transparent macht. Und heutzutage ist es meiner Meinung nach Innovation ja auch äußerst attraktiv. Ja, und man muss natürlich sagen, dass das jetzt kein echter Mensch ist, sondern einfach wirklich ein Algorithmus, der da spricht. Das war die erste Frage, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Die zweite Frage war ja das ganze Thema, wie gut diese Algorithmen heute sind. Und da kommt es ganz klar aufs Training an. Also es ist kein Algorithmus perfekt, auch nicht unserer, auch nicht der vom Wettbewerb. Die Algorithmen, je mehr man ihn trainiert, ja, also je mehr Audio-Content, wenn wir jetzt eine Stimme erzeugen, dann erzielen wir da schon wirklich sehr gute Ergebnisse und Sie werden da, glaube ich, alle überrascht. Wir dürfen halt kein Kundenbeispiel zeigen. Wenn wir jetzt ein Beispiel hätten von einem Radiosender im Norden von Deutschland, sage ich jetzt mal, ich rede da von so einem konkreten Projekt gerade, dann und wir synthetisieren dann da 5 bis 6 Stunden Audio, dann kommen wir da auf gute Ergebnisse. Jetzt ist noch nicht jedes Wort perfekt und das müsste man einfach zum Beispiel im Speech Studio oder eben auch über einen gewissen Code, das nennen sie die JSON-Files, kann ich das noch weiter feinsteuern, trainieren. Ja. Ich muss es dann aber eben nur einmal verbessern und der Algorithmus lernt dann dazu. Ich kann quasi dann automatisch retrainen, heißt es. Und so gesehen bin ich relativ geführt dabei, den Algorithmus einfach immer besser zu machen. Ne? Das beantwortet dann hoffentlich die Frage, wie leicht wollen wir diese Interaktion mit Sprache machen? Am Beispiel mit der BBC interagiert man dann mit Beep, wie man es von anderen Sprachassistenten kennt. Also man sagt dann, hey Beep, und dann lies mir bitte die News des heutigen Tages vor. Und durch Spracherkennung werden dann auch entsprechende Kommandos erkannt. Accessibility ist hier wirklich das Stichwort, wenn es um die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit und Benutzbarkeit von Technologien geht. Schnelle Nachfrage, sind Dialekte eine Hürde? Also wer einmal in England war, weiß, dass niemand nur Hochdeutsch, Oxford-Englisch spricht.
man versteht ja auch die Taxifahrer nicht. Und in Deutschland ist es ja auch nicht besser, wenn sie einen Bayern und einen Berliner suchen lassen, was er online haben möchte. Ja. Also Dialekte sind in der Form kein Problem, weil es ist halt, wie gesagt, wenn ich den Algorithmus trainiere, würde er einfach das Wort auch mit Dialekt übernehmen. Beispiel Stimme. Ich synthetisiere jetzt letztlich, der bricht am Ende die Worte auseinander und die Buchstaben so ein bisschen. So arbeitet er das Training. Und wenn ich dann natürlich ein Wort immer wieder zum Beispiel ausspreche mit, ich sage das ja vorher Schwäbisch, ich spreche es nicht, aber Schwäbisch irgendwie so, ja, dann würde er das halt auch einfach so aussprechen. Und wenn ich ihn halt einmal richtig trainiert habe, so, dann hatte der Algorithmus das auch drauf. Und dann, wenn ich das austrainieren will, macht es manchmal einfach Sinn, man trainiert einfach komplett neu. Ja, oder mit dem Rohtraining. Ich kann ja dieses Rohtraining, was ich habe, speichern und es dann weiter verfallen. Also wird man dann davor gehen in so einem Projekt, aber am Ende, das ist immer im Einzelfall unterschiedlich. Meistens entscheiden sich Kunden für mehrere Voices, für mehrere Sprachen und wir unterstützen dann da einfach auch mit einer gewissen Guidance und Best Practices, dass die Ziele und die Anforderungen am Ende erreicht werden. Weil die Anforderungen sind halt so divers, von der technischen Dokumentation bis hin zum Wetterbericht. Und da empfehlen wir halt auch einfach Unterlagen und Metadaten. Die Metadaten können wir selbst erzeugen, die Unterlagen zu nehmen, die wir entsprechend dann halt, die am Ende wichtig sind, auch für diesen Charakter am Ende, der dann da steht, dieses Voice-Modell. Ja. Danke. Gerne, ja, danke. Habe ich die Frage denn beantwortet? Ja, im Rahmen des Möglichen auf jeden Fall. Die ist natürlich ultimativ in dem Rahmen nicht zu beantworten, ist auch viel zu komplex, aber danke für die Perspektive. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wenn ich mich doch noch in eine ganz schnell einhaken darf. Klar, gerne. Ich glaube, die BBC und viele andere Role Models sind natürlich großartige Beispiele mit einem Budget, das aber vielen Medienschaffenden gar nicht zur Verfügung steht. Also entweder von den Ressourcen finanzieller Art oder auch vom Personal. Was gibt es denn eine Art finanzielle Untergrenze, mit der man sich konfrontiert sieht, wenn man solche Projekte startet? Also ab welcher Summe sprechen wir hier, was Investitionen für ein Unternehmen angeht, im Minimalfall? Also ich kann Ihnen da gerne einen Überblick geben. Wir müssen zunächst mal unterscheiden, reden wir jetzt von so einer gesamten Lösung von BBC mit vielen verschiedenen Sprachen. Es ist dann da wirklich schon eine Entscheidung gefallen, dass es ein strategisches Projekt ist und auch am Ende ein Produkt wird. Und von einem MVP, also Minimal Viable Product, bis hin zum fertigen Produkt gibt es natürlich verschiedene Sphären und Ausprägungsstufen. Grundsätzlich mal kann so ein Kasten Null Voice starten im sehr schmalen Tausenderbereich. Heißt, wenn wir eine Stimme synthetisieren, dann startet man da so bei wenigen 1.000 Euros. Ja. Auch dann für den Betrieb der ersten Stimme pro Monat. Also das können Beträge sein von, je nach Nutzung, von 1.000 bis auf 5.000 Euro. Das ist so ein bisschen das Übliche für den Anfang. Aber es kommt halt stark darauf an, wenn es jetzt jeder Mensch, jeder Deutsche auf dem Handy hat, kann es auch etwas mehr werden, das ist auch klar. Aber so geht es normalerweise los. Ja. Also das ist so die Eintrittskarte in die Custom Null Voice. Wenn man jetzt nur AI-Services nutzen möchte, ohne Custom Null Voice, dann lässt sich das natürlich auch deutlich schlanker noch umsetzen. Ja, aber wenn man ein richtiges Projekt daraus machen möchte, wie BBC oder verschiedenste Medienkonzerne, die bereits mit uns arbeiten, geht es da so bei im einstelligen Tausenderbereich los. So muss ich sagen, genau. Sonst wäre es zu teuer. Wir reden ja von 1.000. Also ich meine, alles so ab 1.000 Euro geht es los und das hängt natürlich dann auch von den Anforderungen und von der Komplexität ab. Ja. Regelgröße würde ich jetzt mal empfehlen, wenn jetzt ein größerer Verlag eine Vorlesefunktion möchte, würde ich da mal schätzen, rein jetzt, was die Kosten für so ein Modell betreffen und das Hosting, Verfügbarkeit von einigen 1.000 Euros pro Monat. Ja. Okay, vielen Dank. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme und bei Ihnen, Herr Rudolph und Herr Lochny, für die schöne Masterclass und wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend. Herzlichen Dank Ihnen auch allen. Wir haben zu danken. Machen Sie es gut. Tschüss. Danke, tschüss.